Da kann man auch nicht nur der Gemeinde, auch dem Skiclub Hinterzarten ein großes Kompliment machen, weil diese Einnahmen, die sie generiert haben von diesen Veranstaltungen, haben sie natürlich investiert in die Schanzenanlagen. Wenn es uns jetzt gelingt, dass wir noch einen neuen Lift bekommen, weil der ist ein bisschen langsam, dann sind wir alle zufrieden und können sagen, okay, die nächsten 15, 20 Jahre sind gesichert.